derjenige, den der Prophet im Hadith Sahih überliefert hat oder erwähnt hat in der Belieferung im Hadith Sahih. Er sagte, es gab drei Männer, die in einer Höhle gewesen sind. Drei Männer, die in einer Höhle gewesen sind. Und irgendwann mal kam ein großer Stein und hat diese Höhle blockiert, sodass diese drei Männer dort ausharren mussten. Sie kamen nicht mehr raus. Stell dir mal vor, du bist in einer Höhle und auf einmal kommt ein Riesenstein und schließt die Höhle und du kommst nicht mehr raus. Das heißt, du wirst sterben. Der eine sagte und hat Dua gemacht zu Allah, Bittgebet zu Allah gemacht, sagte, oh Allah, ich war gut zu meinen Eltern, ich habe meine Eltern gut behandelt und so weiter. Die Geschichte ist lang, aber kurz zusammengefasst. Der andere hat gesagt, ich habe Geld von einem Mann bewahrt, bis er zurückkam. Dann habe ich ihm das Vermögen zurückgegeben, was er hinterlassen hat und so weiter. Und der andere, was sagte er? Er sagte, oh Allah, ich hatte eine Cousine, die arm gewesen ist und ich ihr helfen wollte. Und irgendwann mal war ich mit ihr und so weiter. Und dann wollte ich den Beistand mit mir begehen. Und dann sagte er zu ihr, und er war kurz davor, mit ihr den Beistand zu begehen. Der Prophet sagte, ja, er saß mit ihr, so wie man mit einer Frau sitzt, mit der man den Beistand begehen will. Das heißt, er war kurz davor. Und dann sagte sie zu ihm, ja, fürchte Allah. Fürchte Allah und tue es nicht. Begehe nicht diese Sünde. Und auf einmal hat er abgelassen. Subhanallah. Wer hat diese Frau dazu verleitet, ihm das zu sagen? Allah subhanahu wa ta'ala. Und wer hat ihm diesen Hauch von Glauben noch in seinem Herzen hinterlassen, damit er diese Sünde nicht begeht? Allah. Aber warum? Weil dieser Mann im Allgemeinen grundsätzlich die Religion von Allah bewahrt hat. Schwach geworden ist, ja. Sich dieser Sünde genähert hat, ja. Aber aufgrund dessen, dass er vorher die Religion Allahs bewahrt hat, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm dann in diesem Moment den Schutz vor der Sünde gegeben. Deswegen sollst du kein Engel werden, aber du sollst jemand werden, der allgemein, grundsätzlich die Religion Allahs bewahrt. Auch wenn du Fehler machst, auch wenn du sündigst, aber du musst grundsätzlich, allgemein versuchen, mit aller Kraft die Religion von Allah subhanahu wa ta'ala zu schützen, damit Allah subhanahu wa ta'ala dir auch den Schutz gibt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Schutz gewähren.